Ruhr-Podcast. Menschen, Märkte und Motive. Ja, und da sind wir auch schon wieder. Heute Podcast-Time hier in Duisburg. Wir sitzen wieder in den schönen, bunten Räumen, muss ich sagen. Wir haben hier ein bisschen was in Blau jetzt gemacht heute. Der Durian im Herzen der Altstadt. Mein Name ist Frank Sepp Oberpichler und mir gegenüber sitzt die Annika. Hi. Ja, wir haben hier hoffentlich nicht uns selbst blau gemacht, aber so eine Aufnahme fände ich auch mal witzig. Ein Podcast. Aber ist doch jetzt Karneval. Wir könnten uns doch mal langsam ein bisschen besaufen. Guck mal, stimmt. Wir haben auch schon 10:30. Also. Ja, gleich 11:11, ne? Holen wir den Schnaps raus. Auf jeden Fall. Ja, wir wollen eigentlich gar nicht über Karneval sprechen heute, auch wenn es vielleicht auch mal ein Thema wäre. Aber wir haben letztens eine Nachricht per WhatsApp bekommen. Wir haben ja mal dazu aufgerufen, dass uns gerne Nachrichten geschickt werden können. Und da saß ich dann so an meinem Schreibtisch und dann machte es blubblubblub. Und dann kam eine Nachricht. Huch, genau. Eine Nachricht. Ja, eine Nachricht. Und IT will nach Hause telefonieren. Ich würde dir jetzt einfach mal vorlesen. Bitte darum. Um unseren nächsten Gast hier vorzustellen, beziehungsweise er darf es gleich auch selbst, er sitzt schon und scharrt mit den Hufen. Die Nachricht lautete: Liebes Durian-Team, hier Zwackelmann. Bin ein erfolgloser Musiker aus Haminkeln, in Oberhausen geboren und oft im Ruhrgebiet unterwegs. Würde gern mal an eurem Ruhr-Podcast teilnehmen. Mag die Sendung und kenne Herrn Oberpichler lange und gut. Ich glaube, es könnte ein interessantes und unterhaltsames Gespräch werden. Beste Grüße vom Niederrhein, Reinhard Wolf. Jetzt bin ich aber neugierig. Ja, ich auch. Vor allem. Haben wir denn bekommen, diesen lustigen Vogel? Erstmal Zwackelmann und Reinhard Wolf. Und dann sagte er vorhin auch noch, er hat noch einen Spitznamen und zwar. Ja, Schlafke. Ja, hi Schlafke. Wie kommt es denn dazu, dass du jetzt drei verschiedene Namen hast? Sind das auch drei verschiedene Persönlichkeiten? Irgendwie schon, glaube ich. Also, Problem. Also, ich habe lange Zeit auch mit meinem wirklichen Namen Reinhard Wolf, so heiße ich ja auch bei Facebook, habe ich echte Probleme gehabt. Ich fand den Namen immer irgendwie schrecklich. Reinhard, das klingt so nach, ich weiß nicht. Ich finde, das klingt so ein bisschen nach Helm. So, wo ist denn der? Oder nach Sektwerbung. Wo ist der Reinhard? Ich weiß nicht, dieser Name war mir immer zu feierlich. Ich habe den immer abgelehnt. Mein Vater hieß ja auch Reinhard. Auch das noch? Auch das noch, vielleicht auch deshalb. Hieß deine Mutter auch Reinhard? Ingrid. Aber dann hat mich Facebook dazu gezwungen, meinen Klarnamen anzunehmen. Ich musste sogar meinen Ausweis dahin schicken. Die hat ja vor ein paar Jahren war das ja so, ne? Echt? Und, hast du den zurückbekommen? Großartig. Und dann musste ich den auch bei Facebook annehmen. Und seitdem muss ich sagen, da bin ich Facebook sogar ein bisschen dankbar. Ah. Seitdem kann ich mich mit diesem Namen wieder so ein bisschen, habe ich mich mit dem arrangiert. Facebook hat dich mit deinem Geburtsnamen ausgesöhnt. Ja, genau. Ey, das ist eine Story, die könnte man doch dem Herrn Zuckerberg mal schreiben. Hi Zuck, hier Zwack. Kommt bestimmt eine Antwort, interessiert den bestimmt riesig. Total, also wenn ich Zuckerberg wäre, würde mich das total interessieren. Und Schlafke war ja mehr so mein Spitzname, den hat mein Vater auch irgendwann kreiert, diesen Namen. Weil ich ja so ein muskulöser Mensch bin. Das ist richtig. Hat er mich dann Schlafke tituliert und das haben meine Freunde, die haben das dankend aufgenommen. Man hat ja gerne übereinander, wir haben ja gerne uns verspottet. Und so ist dieser Name Schlafke entstanden. Und Zwackelmann ist ja meine Band sozusagen, meine jetzige Band. Man identifiziert dich doch immer als Zwackelmann, oder? Ja, das auch. Das ist ja wie bei Alice Cooper. Ne? Das stimmt, Ganz früher, Alice Cooper hieß ja die Band. Ja. Und als die Band dann aufgelöst wurde Mitte der 70er Jahre, dann war Vincent Fournier, wie der Leadsänger von Geburt an heißt, hat dann weitergemacht als Alice Cooper. Und mittlerweile denken alle, der Vogel, der da vorne singt, der heißt Alice Cooper. Mann, da lerne ich ja hier sogar noch was. Ja, ich habe ja auch einen Bildungsauftrag. Ne? Also das muss man schon auch mal wissen, finde ich. Habe ich auch mal, glaube ich, die Story habe ich auch schon mal gehört irgendwo. Ja, das weiß ich. Kann mir auch solche wichtigen Sachen kann ich mir auch merken. Ja, und sowas wurde ja früher noch in den Schulen gelehrt. Heute ist das ja nicht mehr so. Heute müssen die sich ja mit so langweiligen Sachen wie Mathe rumschlagen. Schrecklich.
Schlimm, muss ich aber nochmal darauf zurückkommen. Du hast geschrieben, erfolgloser Musiker aus Hamminkeln. Ja. Aber du hast doch schon im Vorprogramm der Toten Hosen gespielt. Da kann man doch nicht so erfolglos sein. Ja, im Endeffekt doch alles sehr erfolglos, würde ich sagen. Das heißt, du bist Musiker aus Leidenschaft und... Ja, definitiv. Also wenn ich das wegen dem Geld machen würde, dann hätte ich schon vor 30 Jahren aufhören müssen. Und deswegen lebst du auch in Hamminkeln? Ja, weil es da billig ist. Ja, das stimmt. Die Mietpreise sind da auf jeden Fall niedriger, glaube ich, also als in Düsseldorf oder... Ja, jetzt haben wir Düsseldorf auch, ist ja gar kein Ruhrgebiet. Nee. Ja, das Thema hatten wir aber schon. Aber wegen Campino wahrscheinlich jetzt oder Toten Hosen gerade. Aber wir haben uns ja überlegt, Hamminkeln, gehört das überhaupt noch zum Ruhrgebiet? Und siehe da, wir haben uns die Karte ausgedruckt. Der Podcast-Hörer kann es jetzt nicht sehen. Aber es ist tatsächlich so, in den Grenzen des RVR ist Hamminkeln so gerade noch im Ruhrgebiet. Jetzt habe ich, wenn ich da hinten runterfahre, ne, ist ja eigentlich... Ja. Kommt ja schon mal vor. Kommt ja schon mal vor, genau. Und im Leben hätte ich nicht damit gerechnet, dass zum Beispiel Wesel, was ja noch vor Hamminkeln liegt, noch zum Ruhrgebiet gehört. Ja. Und wenn man dann nach Hamminkeln... Hätte ich auch überhaupt nicht gedacht, muss ich wenn sagen. Wenn man dann nach Hamminkeln reinfährt zum Beispiel. Also für mich ist das so typisch Niederrhein. Ja, definitiv. Wie fühlst du dich denn? Bist du Ruhrgebietler oder bist du Niederrheiner? Oder fast schon Holländer sogar? Also das ist bei mir schon so ein bisschen ambivalent, sagt man. Ja, definitiv. Ich spreche das jetzt nicht aus. Ich bin ja auch in Oberhausen geboren und bin ein Kind des Pottes irgendwie, aber meine Eltern sind ja, oder mit uns irgendwann, ich glaube, das war sogar 1977, als Punkrock entstand, sind wir an den Niederrhein gezogen. Heimisch fühle ich mich am Niederrhein, aber ich habe meine Wurzeln... liegen sozusagen im Ruhrgebiet. Ja. Ich habe ja auch hier jahrelang studiert, wo wir uns ja auch kennengelernt haben. Ja. Sepp. Das ist richtig. Und habe hier viel Zeit verbracht. Bin jetzt auch öfter wieder im Ruhrgebiet in Oberhausen. Der Liebe wegen. Der Liebe wegen unterwegs. Und ist das super. Deswegen, mich zieht es hier immer wieder hin. Wir haben auch letztens mit Zwackelmann im DJs gespielt, mit den Ritchies zusammen. Das war auch wie so ein Nachhause Homecoming. Kommen. Ja. Ja, das ist doch super. Ja, wir haben ja auch seinerzeit mehrfach das Ruhrgebiet unsicher gemacht. Bereist und bereichert, möchte ich sagen. Was ist denn der größte Unterschied so vom Gefühl her für dich jetzt, wenn du im Ruhrgebiet spielst oder wenn du am Niederrhein spielst? Ich meine, du hast ja da auch die ganze Niederrheinschiene rauf und runter schon bespielt. Ja. Gibt's da einen Unterschied? Also vom Publikum her würde ich sagen, ist da gar kein großer Unterschied. Echt? Der Menschenschlag ist schon etwas anderer, aber wenn wir jetzt in, im Hamminkeln im Kuba auftreten, wie wir ja jedes Jahr auftreten, es ist vom Publikum her schon sehr, sehr ähnlich, würde ich sagen. Die Leute sind hier auch recht euphorisch, finde ich. Aber trotzdem, der Menschenschlag, also ich sag mal, der Niederrheiner ist definitiv melancholischer als der Ruhrgebietler. Echt? Oder das Melancholische herrscht da, glaube ich, mehr vor als im Ruhrgebiet. Das merkt man, glaube ich, auch den Musikern an. Also, echt? Wenn du als ein interessanter Gedanke. Aber Melancholie, auf welcher Ebene meinst du das jetzt? Melancholie? Also, so früher war alles besser, oder? Nee, das würde ich nicht sagen. Aber so ein bisschen schwermütiger ist man am Niederrhein. Das hängt wahrscheinlich auch mit der Landschaft zusammen. Die ist so weiter und man hat da vielleicht weiß ich auch nicht. Wenn man so über die Felder guckt und Alexandra hört, dann hört man natürlich schon mal. Sehnsucht heißt ein altes Lied der Tiger. Tiger, genau. Ach, herrlich. Ja, da werden sich die Bälle zugeschmissen. Es ist ein Traum. Wunderbar. Ja, aber also, melancholisch meinst du? Also ich... Was ist denn eine typische Ruhrgebietsband so für dich zum Beispiel? Ich glaube, es gibt keine typische Ruhrgebietsband. Also für mich sind das zum Beispiel Eisenpimmel. Und hast du von denen schon mal einen melancholischen Song gehört? Nee. Ich weiß, Eisenpimmel sind die. Ist das eine typische Ruhrgebietsband? Ja, für mich. Ich weiß gar nicht, ob es. Gibt es eine typische Ruhrgebietsband? Gibt's. Also man sagt ja so im Punkrock-Bereich auf jeden Fall. The Idiots Kassierer, damals noch. Lokalmatadore und Eisenpimmel, so die echt? Dreifaltigkeit. Die Dreifaltigkeit, aber dann doch lieber Sonderschule. Ja gut, Sonderschule auch, aber die haben auch keine melancholischen Lieder. Nee, überhaupt nicht.
Ja, stimmt, die Melancholie herrscht hier nicht so vor. Nicht so sehr vor. Also muss man ja wirklich dann mal sagen, von Genre zu Genre ist das wahrscheinlich unterschiedlich, ne? Ja, also klar. Ich überlege gerade, gibt es eigentlich Schlager aus dem Ruhrgebiet? Ja, klar. Ja, den schrecklichen Wendler, ne? Ja, genau. Und dann gibt es auch irgendwie so einen Typ mit B, wie heißt der denn noch? Sowieso. Bumskalle. Genau, den gibt es bestimmt auch. Ja, also irgendwie diese ganze zweite Garde, die dann immer irgendwie so. Bei euch gegenüber wohnt doch auch einer, der. Ja, den Namen nenne ich jetzt nicht, sonst muss ich ja wieder um meine Gesundheit fürchten. Nee, aber es gibt doch so ganz viele Schlager-Buffos, die dann irgendwie so im Teppichcenter auftreten und in irgendwelchen Zwackelmann ist ja auch einer von Elektronik-Gedönskirchens-Dingern. Ja, ich weiß nicht. Also Melancholie finde ich hochspannend, dass du das so ins Feld führst, weil Melancholie wäre mir jetzt so gar nicht eingefallen. Weil Melancholie ja auch häufig so einen intellektuellen Anstrich hat. Ja, man kann es sich leisten, melancholisch zu sein. Ja, das Angenehme am Ruhrgebiet ist ja, also finde ich zum Beispiel, ist dieses Ehrliche teilweise und auch dieses wenig Dünkelhafte. Ja, aber auch wenig Schlaue häufig, oder? Ja, auch. Ne? Also wir haben uns gerade auch ganz kurz über Alkohol unterhalten. Den ersten Typen, den ich hier in Duisburg gesehen habe, der ging da gerade mit einer Bierpulle in Hand, in Köpi. Ich dachte nur, hier bist du zu Hause. Das gibt ja wieder ein super Bild ab. Ja. Echt? Naja. Okay. Die Norddeutschen zum Beispiel, die sind ja auch eher so ein bisschen unterkühlter. Also ich mag zum Beispiel den Da weht ja auch so ein Wind über den Deich. Ja, also mir sind da die Ruhrgebietler schon irgendwie lieber. Ich mag so Dunkelhaftigkeit ist mir irgendwie total. Ein Graus. Ja. Ja. Okay. Ja, ich kann da ja eh immer nur beipflichten, weil ich finde das ja auch dieses kackfreche, freundliche Auftreten von Ruhrgebietlern einfach sympathisch. Und jetzt muss ich ja sagen, bei mir ist ja die Grenze für den Niederrhein schon wirklich unser Rhein hier. Ja. Für mich ist ja schon Moers und Rheinhausen Niederrhein und gehört eigentlich nicht mehr zum Ruhrgebiet. Würde ich auch eher sagen. Also vom Gefühl her ist das so, ne? dass der Rhein da eine Grenze bildet. Aber ja, der RVR sah das irgendwann mal irgendwie anders. Aber interessant. Deswegen machen wir es ja auch zum Thema. Ja. Ja, aber zum Beispiel, da gibt es ja auch noch Nester deutlich unterhalb von Hagen, die angeblich auch zum Ruhrgebiet hören. Hagen, oh Gott, ich höre immer nur von Hagen, wenn es um irgendwelche kriminellen Geschichten oder irgendwas total Düsteres. Immer nur Hagen. Denkt da sofort an Nena und Extra Breit. Ja, natürlich. Oder halt an den großartigen Song von Interzone, so kam ich nach Hagen. Und diesmal, glaube ich, bleibe ich hier. Bam, bam. Heiner Podelko, fantastischer Sänger. Jetzt reden wir ja oft über musikalische Grenzen. Ja. Gibt es eigentlich auch kulinarische Grenzen? Also, weil ich zum Beispiel musste ja gestehen, mein Verlobter, der hat mir ja dann anfangs mal erzählt, oh ja, hier Grillarsch-Torte und was weiß ich. Was für Dinge? Oder Zucker. Grillarsch. Ja, Grillarsch. Oder Zuckerrüben-Sirup-Gedöns mit Käse und so. Das finde ich, also das kannte ich überhaupt gar nicht. Und habt ihr da das Gefühl so, gibt es kulinarischen Grenzen? Gibt es irgendwas in Hamminkeln, was du in Oberhausen nicht bekommst? Oder? Schwer zu sagen, also vielleicht so Kartoffelpuffer, da muss ich direkt an Loriot denken. Die gibt es ja nirgendwo sonst. Die gibt es ja, die berühmten Hamminkeln nach Kartoffelpuffer. Also ich bin da auch nicht so interessiert an solchen Sachen, aber ich meine, typisch Ruhrgebiet sind ja doch auch Pommes, ne? Ja, ja klar. Ja, Pommes Currywurst. Aber die gibt's deswegen gehört ja ganz Holland auch zum Ruhrgebiet eigentlich. Streng genommen, sagen wir doch mal, wie es ist. So, also kulinarisch kommen wir hier nicht weiter, musikalisch haben wir abgearbeitet. Was können wir denn noch so? Also zum Beispiel, was ich natürlich angenehmer finde, das ist wahrscheinlich auch, daher rührt wahrscheinlich auch dieses etwas Melancholische, ist einfach, dass da mehr Natur ist. Wenn du jetzt hier in die Städte kommst, in Oberhausen oder Duisburg, du hast ja hier überhaupt keine, hier gibt es ja keine Bäume, ab und zu hast du da mal einen Park, aber viel zu wenig. Schlafke. Dann kennst du die falschen Ecken. Ja, wenn man natürlich immer nur direkt ins DJs fährt, dann sieht man keine Bäume, ja, ist richtig. Ist aber so, ja. Duisburg ist reich an Bäumen. Auch viel Oberhausen, zu wenig, finde ich. Der Kaisergarten in Oberhausen. Ja, da war ich letztens noch, ich bin auch öfter da in dem Ruhrpark unterwegs gewesen jetzt in diesem Jahr. Fand ich auch sehr schön, ist auch sehr angenehme Atmosphäre da, habe ich mich echt wohl gefühlt.
Aber trotzdem, am Niederrhein hast du wirklich lange, weite Felder, über die du schauen kannst. Hast du vor allen Dingen Langeweile, wenn ich das richtig erinnere. Langeweile, und dann, deswegen macht man dann da auch gute Musik, ne, wegen der Langeweile. Das ist, ich glaube schon, dass das einen Einfluss hat auf die Menschen. Und ich muss sagen, ich bin eher so ein Naturmensch. Mich machen Städte, auch der Straßenverkehr, auch das Fahren hierhin hat mich echt schon wieder sehr angestrengt. Ich bin da leider jetzt bist du ganz auch, anders als du. Das ist richtig. Ich könnte auf dem Land, wo du da lebst, könnte ich nicht. Also, Könntest du nicht vegetieren? Nee, ich bin Stadtkind, absolut. Echt? Ich muss Stadt um mich herum haben. Also ich kann mal in den Urlaub fahren und auf ein paar Tage da auf irgendeine einsame Insel oder so. Mhm. Aber das nervt mich dann schon, wenn da nichts los ist. Und viele Menschen und da kommt einer und dann fährst und hinter dir hast du einen, vor dir einen, der lässt dich nicht rein, der drückt, den bist du zu langsam, den bist du zu schnell. Ja, schrecklich. Ist wo bist cool. du denn lang gefahren? Ach, ich weiß es nicht. Ich fahre ja nur noch nach Navi. Ne? Ich finde, das ist wirklich eine unglaublich gute Erfindung, das Navigationsgerät. Weil jetzt finde ich wenigstens endlich mal die Orte, zu denen ich will. Ja, das war ja nicht immer so. Das war nicht immer so. Ne? Ich glaube auch, autonomes Fahren wäre im Ruhrgebiet auch ganz, ganz schlimm. Ne? Ich glaube was auch, ist das denn? Ja, wenn die Autos selbst fahren. Selbst fahren. Ich glaube, ehrlich gesagt, wäre ich da echt für. Ich würde das gerne machen. Ich würde gerne also einfach zeig mir einsetzen. Also zeig mir mal eine Technik, die wirklich hier im Ruhrgebiet das funktioniert. Und ich meine auch wirklich damit klarkommt, dass rechts und links irgendwelche Leute dich quasi schon fast rammen. Ja. Ja. Ich glaube, damit würde keine Software klarkommen. Aber ich finde das gut, sich einfach so ins Auto zu setzen, das Ziel eingeben. Aber dann sollen sie doch besser sowas wie Beamen erfinden, das finde ich viel cooler. Ja. So, ich will jetzt dahin, bist du da. Stimmt. Da musst du nicht mehr da rumgucken. Obwohl Fahren an sich hat ja auch eine Qualität. Eine Qualität. Ich mache ja zum Beispiel auch Lieder manchmal über geile Autos. Also es ist nicht so, dass ich jetzt Autos total ablehne oder so. Es gibt ja so diese ganzen alten amerikanischen Muscle Cars, finde ich zum Beispiel großartig. Echt? Ja, ich stehe ja mehr so auf diese langen Limousinen. Black Lincoln Continental zum Beispiel. Ja, der ist natürlich auch groß. Ne? Hammer. Ich mag Autos mit 4 Reifen und so? Dach und Lenkrad. Bring einen da irgendwo gibt's hin. Ja, das reicht mir schon. Es reicht mir auch. Ich muss so ein Auto auch nicht haben. Ich habe letztens noch beim Konzert gesagt, ich finde so ein Auto geil. Mir reicht es, wenn ich das bei YouTube angucken kann. Ich muss das nicht haben. Wirklich nicht. Brauche ich nicht. Ja. Weil mein Bassmann sagte, das wäre irgendwie eine Poser-Karre, dieser Plymouth Superbird. Das wäre eine Prolo-Karre. Ist natürlich keine Prolo-Karre, ist einfach nur ein geiles Auto. Das ist ja klar. Und die Autos damals hatten ja echt noch Klasse. Im Gegensatz aber diese Autos gab es doch nie in Hamminkeln, oder? Ja, weniger, da gab es eher Traktoren. Aber was gibt es denn überhaupt in Hamminkeln? Also gibt es da irgendwas, wo du jetzt sagen würdest, da muss man mal hin? Oder? Ehrlich gesagt würde ich da nur wegen der schönen Natur hinfahren, sonst fällt mir da auch nicht viel ein. Wegen der schönen Natur, die hast du aber hier auch. Hast du hier überhaupt nicht. Doch, sicher. Ja, aber gibt es da irgendwie einen Park oder irgendwie was, wo du sagst, das ist besonders schön? Also wir haben ja zum Beispiel hier den Landschaftspark Duisburg-Nord. Ja. Gibt es da sowas? Wir haben die Sechsseenplatte. Bei mir wir haben den Entenfang. Jetzt kommst du mit Hamminkeln. Da ist nichts. Bei mir hinterm Haus gibt es da so einen geilen Weg, weißt du, wo ich immer lang gehe. Ja, das ist ja. Nee, da gibt es natürlich so, ich möchte das jetzt nicht an irgendwas festmachen. Also, da gibt es natürlich auch so Parks und so, aber fällt mir jetzt auch nichts. Okay, komm hier, Baum und Blume mal beiseite. Du bist ja, du das bist ist ja nicht Künstler, zwar erfolglos, aber okay. Ja. Wie bist du denn zur Musik überhaupt gekommen? Also ist vielleicht auch diese Tristesse dieses Umfeldes, die Melancholie bei dir, war das auch Auslöser? Kann man das so sagen? Definitiv, also ich denke, wir haben garantiert, also mit Schließmuskel damals angefangen, einfach aus purer Langeweile. Oh, ich hab grad weil Bilder wir irgendwas machen wollten. Jetzt muss man dazu sagen, Schließmuskel war die Band. Ne? Ach so, habt ihr Trompete gespielt? Oder? Trompete habe ich auch gespielt. Tatsächlich. Nee, Bilder. Wirklich. Nein, aber irgendwann habe ich die Trompete dann zerstört. Ja, das war eine sehr, sehr angesagte Punkband damals, seinerzeit. Hm.
Und eins damals, kurz nach dem Krieg war kurz das, nach dem Krieg, ja. Ich weiß jetzt nicht nach welchem, aber nach dem Falklandkrieg vielleicht. Ja, aber ihr wart doch eine Zeit lang, wart ihr doch recht angesagt. So ja. In den 80er Jahren wart ihr doch sogar 90er. Berühmt. Da haben Leute zu euch aufgeschaut, die gerade selber kleine Punkbands gründeten. Ja. Ihr habt tolle Tourneen gespielt damals mit den Abstürzen Brieftauben und den Mimis da hier. Wie hieß die noch? Tournee der Volksmusik? Festival der Volksmusik. Gare. Ja, aber da habt ihr doch große Hallen gespielt und das war doch recht erfolgreich. Ja, wir haben schon eine gewisse Popularität haben wir schon erreicht mit Schließmuskel. Das Popularität. Tut mir leid. Herrlich. Nein, dass du fügst dich da gut ein. Ja, ich kenne das ja alles gar nicht. Ich bin ja erst 1988 quasi geschlüpft. 88? Genau. Der war Schlafke. Da war ich schon 20 Jahre auf der Bühne. Nein, Quatsch, war ich nicht. Ja, aber hat das letztlich auch dazu geführt, dass du, ich sag mal, solche Texte geschrieben hast? Also wie zum Beispiel, ich erinnere mich, meine Lieblingszeile von dir ist ja mein Zimmer. Scheiße, jetzt fällt mir die Zeile nicht ein. Ein Sarg mit einer offenen Tür. Ach so, du meinst Einsamkeit, Leid. Einsamkeit, Leid, genau, den Song meine ich. Ja, das hat, glaube ich, schon, dass das irgendwie mit meiner Umgebung zu tun hatte auch, dass ich so einen Song geschrieben habe. Hättest du in der Stadt andere Songs geschrieben? Glaube ich schon. Ja? Ich glaube, ich würde auch andere Musik machen, wenn ich jetzt in Hamburg wohnen würde. Ich glaube, das färbt sehr ab. Ja, so diese Umgebung, da bin ich fest. Da darf man ja nur Tokotronic hören sowas. Genau. Und da macht man ja auch so eine komische Musik. Wer weiß, was wir zum Beispiel für Musik gemacht hätten, wenn wir jetzt in Hamburg groß geworden wären. Sind ja auch viele dahin gezogen. Ich habe da auch schon mal überlegt, aber dann hatte ich dann doch Angst, dahin zu ziehen. Das kann ich verstehen. Ich wollte auch, ich aus bin Hamminkel da auch ganz nach Hamburg. Ein bisschen stolz drauf, dass ich das so durchgezogen habe, dass ich stumpf in Hamminkeln geblieben bin und mich da nicht von irgendwelchen Affen habe beeinflussen lassen. Natürlich ist das auch immer ein Problem, wenn du in solchen Dörfern lebst wie Hamminkeln, dass du da natürlich keine Leute kennenlernst. Du hast da, das ist gerade jetzt oder? Natürlich durchs Internet hat sich das ein bisschen gebessert, aber da lernst du keinen, den Chef von Sony, den triffst du da nicht in Hamminkeln oder auch irgendwelche, wichtigen Leute aus dem Musikbusiness oder so. Das heißt, hat uns immer, glaube ich, das hat auch im Endeffekt dazu geführt, dass wir mit Schließmuskel da nie so richtig durchgestartet sind. Weil einfach das Umfeld fehlt. Da fehlte komplett das Umfeld. Aber ich würde sogar sagen, das Umfeld fehlt ja auch in Duisburg. Ja. Also ich kenne keine Band, die es wirklich aus Duisburg heraus geschafft hat, so gesehen. Ja gut, jetzt sagen alle, aber Bröselmaschine kennt doch jeder. Ja. Kennen die, weil Peter Bursch die Gitarrenbücher geschrieben hat. Ansonsten würde Bröselmaschine auch keiner kennen. Ja. Ne? Aber gut, das nur am Rande. Also, aber Duisburg ist da schon noch ein bisschen anderes Pflaster als Hamminkeln, glaube ich. Natürlich, aber letztlich würde ich schon auch das, was du sagst, unterstreichen wollen. Also, dass man ein gewisses Umfeld braucht, um wirklich nach vorne zu kommen. Ja. Und das machen ja so Städte wie Köln zum Beispiel gerade wirklich extrem hervorragend vor. Ich meine, du bist natürlich als Band da wieder eine von vielen. Das ist dann auch wieder klar, ein Nachteil, aber die sind auch alle erfolgreich. Aber da gibt es ja auch ganz andere Konzerte, Konzertorte und Festivals und so weiter. Ja, und vor allen ich meine, das hat sich in Hamminkeln zum Glück ein bisschen geändert. Da gibt es ja mittlerweile auch gibt's einen Laden, den Kuba. Da kann man ab und zu mal auftreten. Mhm. Ansonsten gibt es auch nicht. Selbst die kleinen Kneipen machen ja alle zu. Ja, weil keiner mehr in Kneipen geht. Geht keiner mehr in Kneipen. Sehr erschreckend, finde ich das. Ja, ich finde auch, dass da eine schöne Kultur den Bach runtergeht. Obwohl ich sagen muss, ich gehe da auch nicht mehr so oft rein, wenn ich jetzt ehrlich bin. Ja, wir sind ja auch keine 30 mehr, Schlafke. Nee. Wir sind ja schon 32. 32. da hätte ich zum Beispiel gedacht, dass es bei euch auf dem Land anders ist. Also da habe ich wirklich gedacht, dass die Kneipe noch so ein zentraler Anlaufort ist. Ist definitiv weniger geworden. Es gab ja früher in Hamminkeln, in Hamminkeln City, sage ich jetzt mal, da gibt es ja noch viele Orte, die dazugehören. Ich wohne ja auch in Hamminkeln-Dingen mittlerweile, ich bin ja abtrünnig geworden. Da gibt es, früher gab es bestimmt 6, 7, 8 Dorfkneipen, mittlerweile sind das vielleicht 2. Mhm. Es wird immer weniger. Ja,
Die jungen Leute trinken ja auch keinen Alkohol mehr. Das ist ja was machen erschreckend. Die ja, weiß ich auch nicht. Die gucken ja nur noch auf ihr Handy. Das ist wirklich. Wo ist meins eigentlich? Musstest du das nicht oder ist draußen, das so? Musstest du das nicht draußen abgeben? Also ich muss sagen, ich trinke eigentlich auch gar keinen Alkohol mehr. Jetzt am Wochenende mal zwei Sekt ausgegeben, Anlass, aber eigentlich so gar nicht mehr. Nee. Schönste von, und du bist noch in einem Alter, wo man den Alkohol halbwegs verträgt. Ja, das erzähl mir mal meinem vom Samstag. Also zwei Sekt, danach war auch die Lampe an. Ich trinke auch nicht mehr so viel, wie ich das schon mal getan habe. Hast du mal viel getrunken? Nö. Ich meine, das ist einfach, ich bin dann 2-3 Tage krank. Völlig hinüber. Und dann fragt man sich wirklich, warum, ey? Ja. Und dann diese Filmrisse auch. Schrecklich. Schlimm, ne? Ja. Tja, gut. Aber ein Filmriss erklärt doch dann vielleicht auch, warum du immer noch in Armin-Köln bist, oder? Oder warum ich immer noch so stumpfe Texte schreibe, ne? Das hat sicherlich auch damit zu tun. Ein bisschen ist da auch oben flöten gegangen bei mir. Also ich finde das ja gut. Du verfolgst da sehr konsequent so deinen Weg auch mit dem mit der Zwackelmann-Band. Mhm. Und das finde ich eigentlich gut. Also gerade heute, wo jeder immer meint, er müsste unglaublich innovativ und neu und was nicht alles sein. Und die das meinen, hören sich alle gleich an. Also ich kann diese ganzen Ördings und wie die Jungs alle heißen, ich kann die nicht mehr auseinanderhalten. Nee, das stimmt wirklich. Alles gleich produziert. Da ist überall immer diese gleiche Gitarrenmelodie drin, irgendwie mit Flanger und Chorus. Texte so nichtssagende Texte mit irgendwelchen Selbstbefindlichkeits. Haben wir auch so einen Song auf der Papa Punk CD, auf der letzten Zwackelmann CD ist ja auch der Song Schöngeistiger Zupfgeigen Hansel. Zupfgeigen Hansel, da denkt man doch eher so an den Poeten, Singer-Songwriter, an der Nylon-Akustik-Gitarre. Ja, aber den meinte ich ja auch dann mit Vollbart, diese Typen, die tragen auch alle Bärte heutzutage, muss das sein, ich prangere das an. Wenn so ein junger Mann sich mit 20 oder so mit so einem Vollbart entstellt, ich finde, da kann man auch mal sagen, das sieht scheiße aus. Ich finde, das ist sogar dein gutes Recht. Ja. Und ist es nicht sogar deine Pflicht, als erfolgloser Künstler das zu sagen? Darauf mal hinzuweisen, das finde ich auch. Da leg den Finger mal in die Wunde. Aber ich meine, ich denke natürlich auch manchmal, es ist irgendwie, ist das doch ein bisschen konservativ, wenn man so viele Jahre auch immer die gleiche Musik macht. Ich kann immer sagen, so mit Zwackelmann habe ich 4-5 verschiedene Arten von Songs, die wir haben, ne? So einmal so ein Country-Song, einmal so was Getragenes, Melancholisches, dann so eine Knüppel-aus-dem-Sack-Nummer. Der gute gibt's alte Rumpelpunk. Ja, den Rumpelpunk, die Punk-Rock-Nummer. Ja, gut, aber ich sag mal so, du hast da natürlich deinen eigenen Stil. Und eine Zwackelmann-Platte erkennt man ja immer schon nach den ersten 12 Sekunden. Der Gesang ist viel zu laut. aber ist jetzt so richtig Punkrock oder was ist das? Nö, das ist jetzt kein richtiger Punkrock. Dafür ist das, glaube ich, das, was wir mit Zwackelmann machen, zu melodisch. Aber auf Deutsch dann auch? Ja, deutsche Texte. Texte. Warum hast du nie englische Texte geschrieben? Hast du nie gemacht? Weil meine Aussprache in Englisch echt schrecklich ist. Ja. Also haben meine Bandkollegen immer gesagt, das würde schrecklich klingen. Aber man muss nicht immer auf die Bandkollegen hören. Das ist auch ein Fehler. Ich wollte diesen einen Hit von unserem letzten Album Ra Ra Ramones, den wollte ich jetzt nochmal in Englisch auf. Also ich gehe da nochmal ins Studio und singe den nochmal in Englisch drauf. Mal gucken, wie das. Ich wollte mal gucken, lässt ob wir das raus. Also das ich wollte eine internationale, eine exklusive Karriere. Information, die wir hier im Ruhr-Podcast haben. Ist dir jetzt gerade eingefallen? Ja, und da ist auch eine Dame aus Duisburg, die uns das sogar übersetzt hat. Die Christina hat das nämlich gemacht. Guck, schau an. Ich kann das nehmen. Mein Englisch ist einfach, glaube ich, nicht gut genug, um englische Texte zu schreiben. Kannst du denn überhaupt Englisch singen? Hast du das schon mal versucht? Ja, doch, das kann ich. Okay. Sag ich mal so. Ja. So lautmalerisch. Ich Songs schreibe zum Beispiel, dann singe ich auch immer in so einem englischen Kauderwelsch. Das darf auch keiner hören. Und dann schreibe ich da einen deutschen Text drauf. Machst du das auch? Ich hab ja immer erst die Musik im Kopf. Ja, klar, also auch wenn man im Radio mitsingt oder so und man weiß gar nicht, was derjenige singt. Das ist bei mir oft so. Ich weiß oft nicht, was die da singen. Also ich kann das auch live.
Das ist völlig in Ordnung, finde ich. Wenn da mal der Text dir nicht einfällt, oder? Wenn mir mal der Text nicht einfällt. Oder immer. Ist das immer. Deswegen habe ich ja immer einen Notenständer vor mir stehen, wo meine Texte draufstehen. Das ist ja auch mittlerweile schon Kultgegenstand geworden, ne? Dein Notenständer auf der Bühne. Das ist ja Alex von Schwers, der ja sehr auch hier schon mal worden. In einer Sendung war von euch, der hat mal gesagt, der Zwackelmann macht den Notenständer wieder hoffähig. Oh. Ein großes Kompliment. Das wird vielleicht auch dein bleibendes Verdienst für die Rockmusik sein. Weil nennt man vielleicht den Notenständer sogar den Zwackelmann. Ich meine, das sieht natürlich, irgendwie sieht das albern aus und ich würde auch gerne ohne auftreten, aber ich brauche diese Stütze. Nicht wegen der Akkorde, die habe ich immer im Kopf, aber die Texte da, ich muss da ab und zu mal kurz drauf gucken. Meistens gucke ich da auch gar nicht drauf. Aber ich hab, so wie in der Schule, ne? Der Schreckzettel. Ich habe auch entdeckt, ne? Also ich gehe ja immer noch regelmäßig zu Konzerten, jetzt nicht so von so ganz großen Bands und so. Aber selbst bei solchen Leuten wie Bapp oder Brings oder so, die ja ihre großen Hits schon 1000 Mal gespielt haben, selbst die haben alle einen Teleprompter laufen. Würde ich, habe ich auch schon mit geliebäugelt. Ja, vielleicht sind da auch nur so Motivationssprüche dran. So, gleich hast du es geschafft, nur noch 30 Minuten. Zieh dran, Junge. Ja, also das, ich kann es echt verstehen. Hier, die Campino hat auch einen Teleprompter da stehen. Ne? Wurde mir aus sicherer Quelle gesagt. Ja, ich finde das ja auch in Ordnung. Also warum auch? Also wenn ich mir zum Beispiel die, weißt du, Nachrichtensprecher hat auch einen Teleprompter und hat trotzdem da seine Zettel auf dem Tisch. Ich habe da hier auch meinen Teleprompter stehen. Du hast ja auch deinen Teleprompter da jetzt. Ja, und das war technisch gar nicht so einfach, das aufzubauen hier auf dem kleinen Tisch. Und stell dir mal vor, Dichterlesungen, die haben auch alle ihr Buch in der Hand. Mein Gott. Ich fände das ja auch cool, wenn da vorne so ein Praktikant stehen würde, der dann so Schilder hält und dann immer wechselt. Ja. Es ist immer schön, wenn dann so Leute aus dem Publikum kommen und dann da in meinen Texten rumwühlen. Das mag ich immer besonders. Das ist auch gern toll. Genommen. Nee, du spielst jetzt aber das. Nee, ich will das. Da das muss man doch einfach auch mal links, rechts, oder? Links, rechts einhauen. So. Das ist eben, wenn man so in so einem unseriösen Genre unterwegs ist wie Punk, dann passiert sowas dann natürlich passiert immer noch. Aus dir hätte doch aber auch ein toller Singer-Songwriter werden können, oder? So ein Solo-Künstler. Ja, bin ich ja, mache ich ja mit Zwackelmann eigentlich auch so ein bisschen. Auch öfter. Auch mit so eine Trompete, oder? Trompete haben wir auch. Auf unserer letzten Platte ist auch eine Trompete, haben wir da eingebaut. Eine Arschtrompete. Wirklich. Also sogar bei dem Bild letzten werde ich Song. Wieder los. Bei dem letzten Song, der auch sehr ernst ist, der über den Tod meiner Mutter handelt oder von dem Tod, da kommt eine Trompete drin vor, da bläst uns. Der ist einer. Die Trompete. Jetzt müssen wir aber, wir sind eigentlich schon am Ende, jetzt müssen wir aber doch noch irgendwie was Versöhnliches hier loswerden. Ja. Also die Trompete zum Tod deiner Mutter darf jetzt nicht die Folge beenden, finde ich. Was möchtest du denn dem Ruhrgebiet wünschen? Also ich meine, du bist ja selber als Hamminkelner noch so gerade eben Ruhrgebietler, aber eigentlich fühlst du dich dem Niederrhein zugehörig. Ja. Was wünschst du dem Ruhrgebiet? Einen angenehmeren Straßenverkehr insgesamt. Das ist mein Hauptanliegen. Das Hauptanliegen. Großartig. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber finde ich toll. Einen angenehmeren Straßenverkehr. Ich bin ja auch zum Beispiel, ich mag auch überhaupt nicht diese Leute, die in unserem Alter, ne, Sepp, die so diese Fridays for Future Jugendlichen da kritisieren. Das mag ich überhaupt gar nicht. Ich bin da total auf Seiten der Jugendlichen und ich bin, wie gesagt, ich bin ein Naturmensch irgendwie und das war auch zum Beispiel, diese Geschichte war auch immer Thema bei Schließmuskel und auch bei Zwackelmann. Ich habe das da immer mit reingebracht, weil mir das, da bin ich mir auch 100%ig sicher, dass da Straßenverkehr. Genau, dass was gegen diesen beschissenen Straßenverkehr unternommen wird. Das finde ich, das ist ein guter Wunsch, oder? Ja, unterschreibe ich auch mit. Super, ihr habt den Ruhr-Podcast gehört, mein Name ist Sepp Oberpichler. Ja, ich bin und war immer noch Annika. Und danke, Schlafke, Zwackelmann, Reinhard, dass du da warst und mit uns gesprochen hast. Ich bedanke mich auch bei euch. Bis demnächst. Bis dann. Tschüss. Tschüssi. Ruhr-Podcast.